Da bist du. Hallöle. Und das treibt dich. Na, mein Lieber. Ganz klar. Ich dachte, wir machen ein kleines Mopeten-Video. Oh. Was hast du denn so? Verschiedenes. Soll ich mal selber gucken? Ja, guck mal ein bisschen rum. Ich muss noch mal was kurz holen. Und okay. Dann alles klar. Mal was aus. Jo. Oh, was ist das denn da für ein schönes Ding? Puch. Velux? Ich dachte mal, das sei ein Fenster. Volker, was ist das hier für ein Puch Velux? Ich dachte immer, das sei eine Fensterfirma. Wirklich? Ja, Velux. Puch Velux, ja, das ist. Können wir die machen? Wenn sie läuft, wir müssen sie dann mal probieren. Ja, dann schieb sie doch mal raus. Ich hole sie mal raus und dann gucken wir uns das mal an. Die sieht aber schön aus. Lass mich nicht im Stich kriegen, ne? Nee. Ich finde, wir packen die mal ins Sonnenlicht. Ja, mach mal. So, Volker, dann erzähl doch mal, was haben wir denn hier für ein schönes Stück? Puch Velux 30, kann ich lesen. Puch Velux 30, kennt hier wirklich kein Schwein bei uns im Norden. Naja, Puch schon. Ja, Puch schon, aber Velux 30, oh ne. Mann, Heiko! Muss das jetzt sein? Drehen hier. Genau. Also die Puch Velux 30 wurde ganz speziell eigentlich nur für die Schweiz gebaut. Ist ja ein österreichischer Hersteller. Puch Steyr, das sagt man. Ja, Steyr Puch, genau. Genau, Steyr Puch. Und die Velux 30 ist in Österreich, ja, sagen wir mal, war es ein Ladenhüter, aber in der Schweiz hat die sich richtig gut verkauft. Ist das eigentlich ein Mofa oder ein Moped? Das hier ist ein Moped, darf also 40 fahren. Und fährt? Und das sehen wir gleich, wie schnell sie fährt. Mal an, wie schnell sie fährt. Ja. Und ich finde, die sieht noch so richtig schön oldschool aus. Ja, allerdings. Liebevoll gemacht alles. Die Farbe ist geil. Mhm, finde ich auch schön. Wie so ein Limettengrün oder so ein zartes Grün. Ist auch alles original von der Farbe her. Also nichts irgendwie total restauriert. Ja, wobei, oder wenn, so. Wenn man jetzt den Tank nicht sehen würde, sondern nur den hinteren Teil und den vorderen, könnte man denken, es sei ein Fahrrad, ne? Naja, also das nun gerade nicht. Das nun gerade nicht. Doch, ich lass mich mal rauf. Ja, aber wie ein Fahrrad finde ich nicht. Doch. Fahrrad mit Telegabel gibt's auch nicht. Ach komm hier, diese. Nein, und dann doch. Die Rädergrößen. Das könnte man bei der Quickly denken, bei der NSU Quickly, aber dann nicht bei der Velux. Also bei diesem Hochleistungsmotorrad. Ja, ich weiß nicht. Na gut. Also ich finde, die ist einfach von der Form her auch richtig hübsch gemacht. Ja. Und. Wir können gleich nochmal auf so ein paar Details eingehen. Ja, sag doch mal, was ist das für eine lustige Tüte hier hinten? Die Jens, komm doch mal her, Jens, und film mal bitte den Auspuff. Die Tüte, ne? Ja, was ist das denn? Die das ist sieht ja richtig geil aus. Leute, guckt euch mal diese Tüte an mit diesem schrägen Endrohr, damit der Rotz nicht an die Weißwandreifen fliegt. Dafür ist es gemacht, na klar. Wie der Harley in klein. Ja, sozusagen. Man könnte fast schon sagen, so ein Fishtail aus. Ne? Naja, aber guck mal, es ist doch extra so gemacht, damit der Dreck nicht an die Weißwand fliegt. Ja, nicht schlecht. Was ist das für ein Motor? 50er, ne? Das ist ein 50er Motor, Gebläse gekühlt. Ist natürlich auch nicht unwichtig im Gebirge, gerade wenn du langsam fährst unter hoher Last, brauchst du viel Kühlung. Dann ist die Luft teilweise noch ein bisschen dünner. Ne? Zweitakter, ne? Ja, Zweitakter. Bist du da eigentlich, du bist doch mal mit dem Ding über die in, also mit in dem Sölden Ding gefahren, ne? Ist mein Freund Manfred den ÖMM gefahren, 2017. Tatsächlich über vier Pässe. Wir Sölden, ne? Ja, 240 Kilometer. Der arme Sack musste natürlich übelst mittreten. Ich weiß noch, ich stand oben am Timmelsjoch und er kam da hochgetreten, aber guck mal hier, Jens. Die Maschine und Mensch haben es überlebt. Ja, geil, ne? So, das hatte ich früher mal im Fahrrad. Ja, das ist auch so ein bisschen, das stimmt, das ist Fahrrad-like so ein bisschen. Und der Sattel, echt cool. Also man kriegt für diese Kiste auch noch alle möglichen Ersatzteile, wobei zum Beispiel auch diese Kunststoffverkleidung, hier kriegt man alles noch nach. Aber kannst du fast in Gold aufwiegen. Als ich gesehen habe, was das kostet, ist unglaublich. Was kostet eigentlich, wenn ich die jetzt gebraucht? Von wann ist sie eigentlich? Hast du gar nicht gesagt. Also die ist von 68. Gebaut von 68? Wurden die, ja, gebaut wurden die von
Mensch, war das 61 bis 73 war das, glaube ich, der Bauzeitraum von der Kiste, ja. Das ist auf jeden Fall eine 68er. Du hast die Klingel abgemontiert, ne? Die Klingel? Die hat bestimmt jemand geklaut beim ÖMM. Ja, gut, auch eine Klingel. Die zahlen ja schon 50 Euro für eine Klingel, finde ich. Und wenn ich die jetzt gebraucht kaufen würde? Der Zustand ist ja ganz okay eigentlich, ne? Der ist sehr gut, der Zustand. Oh, Entschuldigung. Also du kriegst die, hier im Norden, glaube ich, gibt es die gar nicht, wird die gar nicht angeboten. Ja. Aber in der Schweiz, denke ich mal, 2.000 Euro bis 2.500 Euro. Echt? Zahlen die dafür, ja, tatsächlich. Alter Schwede. Ja. Und hier Tankinhalt, ein paar technische Daten. Tankinhalt, weißt du nicht. 5 Liter? 5 Liter. Schätze ich. Leistung? Vielleicht 1,2 PS. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Rennbahn und gucken mal. Hört mal, das Interessante daran ist eigentlich das Automatikgetriebe. Oh. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja. Das ist nämlich eine Zweigang-Ausführung, aber nicht mit Handschalter, sondern mit Automatik. Ist eigentlich so ein frauenfreundliches Teil, wenn man das mal so ganz... Oh, das muss ich jetzt rausschneiden. Ja, das musst du jetzt rausschneiden. Ja, frauenfreundlich ist gleich wieder Feierabend. Nee, ist das Nein, drin? Das ist mein Mac. Also es ist eigentlich so ein Fahrzeug, mit dem auch Ungeübte relativ Frauen? Einfach fahren können. Die du Automatik hast. Ja. Ne? Du hast die Automatik. Auf jeden Fall echt ein schönes Teil. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Rennbahn und gucken mal, was sie so drauf hat, okay? Genau, das machen wir. Alles klar. Beschleunigung 0 auf 100 oder 0 auf 20. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Ja, ja, ja! Ja, liebe Leute, das war's auch schon zur Puch Velux 30. Heißt die eigentlich Velux 30? Oder? Ja, Velux 30 heißt sie. Puch Velux 30. Hier steht da Velu X 30. Nein, das ist Velux 30. Wofür steht die 30? 30 km/h? Oder? Das Modell wahrscheinlich. Modell Velux 30. Alles klar. Denke ich mal. Ich möchte mich übrigens in diesem Zusammenhang nochmal bei Franz Mettler aus der Schweiz bedanken, der mir gestern nochmal ein paar entscheidende Infos gegeben hat zu diesem sehr seltenen Moped. Aha. Und ihr könnt euch auch mal seine Webseite angucken. Das ist... weißt du jetzt nicht mehr. Ich blende das einfach. Du blendest es einfach ein. Aber das mit jindofree oder .com. Also du blendest es einfach ein. Ich blende es einfach ein. Ne? Genau. Ja. Ja. Das soll es gewesen sein. Ja? Fällt dir noch irgendwas ein? Sonst Nein, sind wir fertig jetzt. Eigentlich, nee? Wir sind durch. Ja, okay. Und guckt euch nochmal dieses wunderschöne Moped an und dann war's das. Genau. Ja, wir sind hier in Glückstadt an der Elbe am Deich bei wunderschönstem Wetter. Und grüßen euch. Es gibt gleich ein Bierchen. Gleich gibt es ein Bierchen? Wusste ich gar nicht. Okay, alles klar. Machen wir. Gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.